Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Black Zed. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Max Hauk und wir legen auch gleich los. Ja, letzte Folge war echt spannend, denn wir haben die Kleine vom Diner entlarvt und haben herausgefunden, dass sie uns angeschwindelt hat. Beziehungsweise, vielleicht nicht unbedingt angeschwindelt, aber, ja doch, eigentlich auch angeschwindelt. Aber, wir glauben jetzt nicht wirklich, dass sie was damit zu tun hat. Dennoch sehr, sehr, sehr erschreckend, dass sie uns was verheimlicht hat. Aber das ist so dieses Typische, ne? Ja, das ist einfach auch wenn das jetzt hier Tiere sind, menschlich, dass man vielleicht das eine oder andere geheim hält, weil man will ja nicht verdächtigt werden. Und deswegen sagt man nicht, ja, ich war mit dem liiert. Oder ich habe nicht mitgekriegt, dass die zwei sich gestritten haben. Na, also solche Sachen erzählt man dann halt nicht. Das ist halt ein bisschen blöd, weil das die Ermittlungen verzögert. Aber das ist wie im echten Leben auch. Na, das ist echt krass. So. Schauen wir mal, rufen wir mal den Smirnoff an. Weil ich könnte mir vorstellen, dass der uns was Neues zu erzählen hat. Oder beziehungsweise wir ihm was erzählen können. Wird Ihnen gefallen, was ich Ihnen Neues zum Fall Dunn zu erzählen habe? Ich habe rassistische Schmierereien an den Spenden in Dunns Boxclub entdeckt. Er war recht liberal, was Rassismus angeht. Vielleicht stand sein Tod ja damit in Zusammenhang. John, die Hälfte der Verbrechen, die in dieser Stadt geschehen, haben rassistische Hintergründe. Solange Sie keine wasserdichten Beweise dafür haben, dass es kein Selbstmord war, sind mir die Hände gebunden. Ich glaube, ich habe im Fall Dunn eine neue Spur. Dunn und die Putzfrau des Boxclubs wollten heiraten. News an. Die werden sicher wissen, was sie mit so unfassbar interessanten Informationen anstellen. Die Kombination von Dunns Tresor war ihr Geburtsdatum. Er hat ihr sogar einen Ring geschenkt. Sie wissen schon, das große Glück eines klassischen Selbstmörders. Ich bin immer noch nicht überzeugt, aber vielleicht habe ich da was für Sie. Ha! Bin mal gespannt. Also, komischer Officer, oder? Mein Gott. Ich habe nichts. Überzeugt mich nicht. Aber jetzt scheint er ja doch etwas für uns zu haben. Out of order. Schade. Im Leben gibt es manchen schiefen Ton. Die Noten sind zwar alle da, doch der Song kommt platt rüber und hört sich nicht mal ansatzweise wie Musik an. Vielleicht hat auch er was damit zu tun. Und doch ist es möglich, sie harmonisch zusammenklingen zu lassen. Doch nicht immer liegt das in unserer Hand. Können die zwei sich überhaupt leiden? Katze und Hund ist ja so eine kritische Sache, ne? Wer hat zu Hause eine... müde aus, John. Katze und ein Hund? Schreibt es mal in die Kommentare. Kann ich nichts dran ändern. So sind wir Kater nun mal. Nun, ich muss zugeben, dass es mich freut, Sie zu sehen. Ja, ich bin fertig. Und am Verhungern. Ich komme gerade von der alljährlichen medizinischen Untersuchung für Polizisten. Ich musste nicht nur nüchtern erscheinen, sondern auch zwei riesige Gläser Wasser austrinken. Süßer Hund. John, alles klar bei Ihnen? Hab schon bessere Tage erlebt. Und die werden auch wiederkommen. Hoffentlich. Hätten wir uns beide verdient. Die Sache ist, ich würde Ihnen ja gerne bei dem Fall helfen, aber ich kann nicht. Sie wissen doch, dass ich für den Staat New York arbeite. Wenn ich irgendwelche Informationen hätte, könnte ich sie nicht mit einem Privatdetektiv teilen. Selbst wenn sie hier auf diesem Tisch liegen würden. Sie haben doch gesagt, Sie verhungern gleich. Warum gehen Sie dann nicht zum Tresen und bestellen was? Ja, klar. Gute Idee. Wenn Sie mich entschuldigen. Ha. Interessant. Autopsiebericht.
Fallnummer 176097, medizinische Abteilung B3. Verstorbener Joseph Richard Dunn, Geschlecht männlich, Familienstand verwitwet. Luxfarbe dunkelbraun. Okay, Alter 47, Gewicht 74, Größe 1,65. Also Alter, Gewicht und Größe haben wir uns notiert, okay. Schauen wir mal, ob das vielleicht irgendwie eine Bedeutung haben könnte. Zeitpunkt, Datum des Todes, ca. 19 Uhr am 19. Oktober 1919. Ursache des Todes, gewaltsame Asphyxie. Art des Todes, Selbstmord. Externe Befunde, gewaltsam verursacht durch ein Seil an dem Hals. Rund um den Hals wurden vier ringförmige Abdrücke festgestellt, die vom besagten Seil stammen. Das glaube ich nicht, sondern eher von dem Expander. Aber das sind nämlich vier Seile. Angeschwollene und leicht zerkratzte Fingerknöchel an der rechten Hand, vermutlich durch ein Trauma in jüngster Zeit verursacht. Klar! Das ist ein bisschen komisch, weil normalerweise kann man das trotzdem feststellen. Alle vier Male am Hals. Okay. Interne Befunde. Eine interne Autopsie fand aufgrund der ausreichenden erscheinenden externen Beweislage nicht statt. Gut, da hätten sie wahrscheinlich auch nichts gefunden. Nun, jetzt wo ich es recht bedenke, esse ich lieber zu Hause. Ist gesünder. Danke. Um Ihnen die Wahrheit zu sagen, John, für mich schien das alles so klar zu sein. Aber jetzt... Bitte versprechen Sie mir, dass Sie keine Selbstjustiz üben. Ich will doch sehr hoffen, dass wir beide keine einsamen Rächer sind. Klar, Sie können mir vertrauen. Ich gebe Ihnen mein Wort. Also schön. Wie auch immer, Sie halten mich auf dem Laufenden, oder? Mein Freund, Sie können sich darauf verlassen. Bis dann, John. Wie immer hat Miss Smirnoff neue, möglicherweise relevante Informationen überlassen. Und er hatte auch Zweifel gesät. Wenn ein alter Hund wie er plötzlich so ernst wird, dann muss man bereit sein, zuzubeißen. Miau. Okay. Wir können zwei Schlussfolgerungen zusammenlegen mit den neuen Informationen. Und zwar... Irgendwas ist faul an Duns Selbstmord. Das hatte ich ja schon angezweifelt, dass die Höhe irgendwie nicht passen kann. Deswegen Duns Gewicht 40 Kilogramm? 74. Und Größe 1,69. Passt mal auf. Das Seil war nämlich viel zu weit oben. Dann war nicht groß genug, um sich an der Schlinge da zu erhängen. Ich bin deutlich größer als Dan und komme gerade so an die Schlinge. Eben. Dan hat sich niemals selbst erhängt. Nie im Leben. Zumindest nicht allein. Ja. Klare Geschichte, das habe ich sofort gesehen, weil wie soll der denn da hochkommen, ja? Man kennt diese Situation, ja? Man hat das schon im Fernseher gesehen oder was auch immer. Ja, und es ist auch mit normalem, logischem Menschenverstand zu verstehen. Und zwar ganz einfach, wenn der nette Mann da auf diesen Stuhl steigt, muss natürlich die Schlinge im Kopfreichweite sein. Der kann ja nicht da hochhüpfen und seinen Kopf durchhechten. Ja, der muss sich da seinen Kopf da durchstecken und dann stupst er den Stuhl, der unter ihm ist, weg. So hat er keinen Bodenkontakt mehr und die Schlinge packt zu. So, in dieser Situation ging es aber gar nicht. Da stand zwar ein Stuhl, ja, ist, aber wir haben es ja gerade gesehen, wenn er aber sich auf den Stuhl steigt, dann kommt er gar nicht an die Schlinge dran, an die er eher hang. Ja. Also demnach kann er es gar nicht selbst gewesen sein. Klare Geschichte. Außerdem wäre es ja langweilig für die Story. So, was haben wir noch? Als Dan starb, waren seine Fingerknöchel angeschwollen. Dann hat vier verschiedene Male am Hals. Ne? Hier sieht man diese Kufen, diese Rillen am Hals. Die müssen vom Expander sein. Ach, noch was.
wahrscheinlich dann das hier, oder? Er wollte nicht. Ich hätte gedacht, vielleicht wollte er sich davon wieder befreien. Dann war nicht groß genug, um sich. Vielleicht das hier. Und das hier. Aha. Miguel, ich weiß nicht, ob du ein Motiv hattest, dann umzubringen. Aber du hattest auf jeden Fall die Mordwaffe. Ja. Das erklärt natürlich auch, warum er weg ist. Ne? Warum sollte man abhauen? Ne? So. Angeschwollen. Ich weiß nicht, worauf man das beziehen könnte. Mary ist erkältet. Wenn man jetzt mal dann wurde mit Yales Expander, Westes Fußabdrücke sind das vielleicht dann vom Yale? Mhm. Man hat einen Farbeimer in die Mülltonne geworfen. Naja, speziell würde ich jetzt sagen, dass das mit dem Fußabdruck zusammenhängt. Aber das ist es wohl nicht. Ah, vielleicht wollte dann den Kampf absagen, weil seine Fingerknöchel geschwollen waren. Hätte ja sein können. Okay, vielleicht hat er, wollte er sich ja auch einfach von dem Zeug befreien. Auch nicht. Dann wollte ich den Kampf absagen. Weiß nicht, ob dann... Aha. Meine Güte. Hatte Yale dann etwa nur umgebracht, weil er den Kampf absagen wollte? Ich wusste immer, dass Bobby Probleme hat. Doch ich hätte nie gedacht, dass er so weit gehen würde. Keine Ahnung. In meiner Branche sollte man lieber keine voreiligen Schlüsse ziehen. Aber der Expander, die Kiste in seinem Spind, die Spuren am Hals meines Vaters. Das alles weist doch auf ihn. Wie auch immer. Das ändert eh nichts. Doch, allerdings. Wir wissen jetzt, dass er sich nicht selbst umgebracht hat. Mein Vater ist noch immer tot und Sie haben noch immer nicht Bobby Yale gefunden. Alles beim Alten also. Es bringt uns rein gar nichts, wenn wir den Safe öffnen und das Testament meines Vaters finden. Also bitte beeilen Sie sich. Die Zeit läuft. Es kann sein, dass man Bobby Yale entführt hat, um so... Sonjas Gleichgültigkeit verblüfft mich noch immer. Aber was noch wichtiger war, was hatte sie gegen Yale? Um die Fährte auf Bobby zu lenken. John Black, Sir? Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Oh nein. Entschuldigung angenommen, aber wofür wollen Sie sich eigentlich entschuldigen? Hören Sie, ich glaube, dass meine Mitarbeiter Sie nicht mit dem nötigen Respekt behandelt haben. Tut mir leid, dass die Ihren Anzug in Falten gelegt haben. Wissen Sie, die ahnten nicht, dass wir ein gemeinsames Ziel haben. Bobby Yale, ich will ihn ebenso finden und dieser Sache auf den Grund gehen wie Sie, Mr. Blacksad. Also bitte... Nehmen Sie doch meine Einladung an. Warum sollten wir unsere Erkenntnisse nicht austauschen? Sagen wir mal ja. Das sind ja nicht Lebensmittel. Natürlich.
Es stört Sie doch nicht, dass ich in einem so schicken Wagen mit einem so zerknitterten Anzug sitze, oder? Oh, ich finde, Sie sehen aus wie aus dem Ei gepellt, Mr. Blackset. Wobei, wenn diese Falten auf mich abfärben sollten... Ich gehe immer auf Nummer sicher. Leichte grafische Fehler, aber da kann man drüber hinwegsehen. Wir sind aus freien Stücken mitgegangen. Ich glaube, Widerstand wäre zwecklos gewesen. Eine Ziege. Danke, Blackside. Werden Sie nicht bereuen. Lassen Sie uns zum Punkt kommen. Ich brauche Bobby Yale, damit er gegen Stone antritt. Da steht einfach zu viel Geld auf dem Spiel. Also biete ich Ihnen bei der Suche nach Yale meine Hilfe an. Arbeiten wir doch zusammen. Okay, ich habe den Mann. Welche Art von Hilfe brauchen Sie denn? Einen einfachen Austausch von Informationen. Sie sind ein guter Detektiv und ich? Nun, sagen wir einfach, dass ich da so meine eigenen Mittel und Wege habe, Leute zum Reden zu kriegen. Ja, schon klar. Ich denke, ich muss Ihr Angebot ausschlagen. Was? Machen meine eigenen Mittel und Wege Ihnen Angst? Ja. Bitte, lassen Sie mich ausreden. Sagen wir, ich wette ein Bier darauf, dass wir Yale in 3 Tagen finden und Sie wetten ein Bier dagegen. In 3 Tagen muss einer dem anderen ein Bier ausgeben. Ist das denn jetzt so schlimm? Wir sind 2 erwachsene Männer, die sich mit ihrem eigenen Geld und aus freien Stücken privat austauschen. Und was noch wichtiger ist, wir tun niemandem etwas zuleide. Also, ja, ich bin im Glücksspiel tätig. Was ist daran so schlimm? Es ist zunächst einmal illegal. Illegal? Ich will Ihnen mal sagen, was illegal sein sollte. Die Art und Weise, in der unsere Regierung Amerika zugrunde richtet. Wir leben in einem sogenannten freien Land, wo ehrliche Leute ihr Auskommen finden können, solange sie niemandem etwas zuleide tun. Wir sind keine Kommunisten. Also, zumindest ich nicht. Hätte auch nie was anderes gedacht, was mich angeht. Ich auch nicht. Ah, na dann. Sehen Sie, wir sind hier alle unter Freunden. Wie auch immer, darum geht's ja gar nicht. Die Regierung hat die Werte unserer Nation verraten. Mit ihren Kommunistengesetzen macht sie es einem ehrbaren Mann wie mir unmöglich, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, ohne jemandem Leid zuzufügen. Und das, Mr. Blackset, ist einfach nicht richtig. Ich würde sogar sagen, dass das verfassungswidrig ist. Verstehen Sie mich jetzt? Naja, verstehen tue ich schon, aber Glücksspiel ist eigentlich, egal. Sicher, ich weiß, was Sie meinen. Ah, wusste ich's doch. Sollte die Regierung solche Gesetze beschließen, bleibt dem Volk nur noch eine legale Waffe. Die gleiche Waffe, die Amerika erst zu einer so großen Nation hat werden lassen. Ziviler Ungehorsam. Als stolzer Amerikaner, der ich nun mal bin, ist es meine Pflicht, Widerstand zu leisten. Ich weiß nicht. Machen wir mal dagegen. Sie biegen sich die Wahrheit zurecht, um das organisierte Verbrechen zu rechtfertigen. Ach, keineswegs. Das mag organisiertes Verbrechen gewesen sein, aber das ist nun vorbei. Ich war nicht immer der Boss, wissen Sie? Nein, mein Herr. Ich habe ganz unten angefangen, als Lucky Blitzen noch das Sagen hatte. Dieser Taugenichts. Er hatte ein Schreckensregime installiert. Erpressung, Gewalt, Sie wissen schon. Solche unerfreulichen Dinge. Als ich dann übernommen habe, wollte ich, dass mir die Leute nicht aus Angst gehorchen, sondern aus Dankbarkeit. Ich beschloss, den Leuten zu helfen, damit sie mir helfen. Die Abreibung, die Ihre Schläger mir verpasst haben, war wirklich sehr hilfreich. Haben Sie vielen Dank. Ah. Die armen Trottel wussten noch nicht mal, dass Sie Detektiv sind, dass Sie auf unserer Seite sind. Vielleicht zu Anfang. Aber als sie mich gefesselt und mir die Seele aus dem Leib geprügelt haben, wussten die ganz genau, wer ich bin. Ist das wahr? Das ist gegen meine Regeln. Wer war das?
Es waren beide Mistkerle. Doch nur keine Sorge. Ich werde mit den beiden mal reden. Ein solches Verhalten kann ich einfach nicht tolerieren. Ich bitte Sie aufrichtig um Entschuldigung, Mr. Blacksett. Wissen Sie, für mich arbeiten eine Menge Leute. Viele Familien hängen von meinem Unternehmen ab. Nicht nur das. Das St. Christophorus Hospiz gibt es praktisch nur wegen meiner Spenden. Die Witwen aller meiner verstorbenen Mitarbeiter sind für den Rest ihres Lebens versorgt. Die Kinder gehen kostenlos zur Schule. Die Bullen lassen mich in Ruhe, weil sie wissen, dass ich niemandem schade. Im Gegenteil. Und... Ah! Mir scheint, wir sind da. Oh weh, oh weh. Bin mal gespannt, auf was wir uns da einlassen. So, seine Absichten, die er uns erzählt, sind ja ganz nett, ne? Aber ich glaube, so nett ist er nicht, wie er tut. Aber schauen wir mal. Yales Apartment? Ich habe Ihnen doch gesagt, ich bin auf Ihrer Seite. Nur zu, durchsuchen Sie den Laden. Ich warte hier unten. Wenn Sie fertig sind, ändern Sie ja vielleicht noch Ihre Meinung und teilen mir Ihre Erkenntnisse mit. Oder nicht? Ist Ihre Entscheidung, Mr. Blacksad. Keine Sorge, es wird Ihr Schaden nicht sein. Colbert! Wilson! Oh, jetzt kriegen Sie einen Anpfiff. Aber die haben uns beide verprügelt, oder? Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Na gut, okay. So, auf jeden Fall dürfen wir uns heute bei Bobby umschauen. Ich weiß zwar nicht, wie Yales Vorliebe für Eingelegtes mir helfen soll, diesen Fall zu lösen, aber es ist trotzdem gut zu wissen. Naja, man kann ja mal gucken, ne? Da ist ein Schal. Warte, was war mit dem Schal? Liebe Leute, wir sind am Ende der Folge, aber mich erinnert... Marys Schal. Boah, das ist Marys Schal! Wollen wir wetten? Boah, jetzt wird's interessant. Einschalten. Nächste Folge. Bis dann.